Jausa! Oh mein Gott, hallo! Oh mein Gott! Domi, du sagst es, oh mein Gott! Kannst doch Daniel zu mir sagen! Okay. Es ist soweit! Es ist soweit! Liebe Leutchen. Wir spielen Harvester. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, Domi, dass wir Harvester wieder anfassen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell noch mal anfangen. Vor allem öffentlich. Ja, wir fangen Harvester öffentlich an. Und wir versuchen es übrigens mit Untertiteln zu machen, damit ihr auch die, wo nicht so ganz Englisch verstehen, weil das Spiel ist komplett auf Englisch, ein bisschen mitbekommen, wie krank dieses Spiel überhaupt ist. Also nicht nur vom Visuellen her, auch, sondern auch vom Gesprochenen. Erbrochenen. Okay, ich muss es bloß ganz kurz mal gucken, wo mein Harvester ist. Ich habe hier, ist das 12.2. Ja, genau, 17.2.2012. Das war meine Installation, wo ich es mal ausprobiert habe. Wir haben Harvest. Domi? Go. Gib den Startschuss. Jetzt! Ah. Oh mein Gott. Yay! Sierra. Oh mein Gott. Sierra, genau. Total. Lassen wir einfach mal das Intro auf unsere Zuschauer wirken. Das ist, aber jetzt kommt noch die Logos. Eine Metropole, wie ihr seht. Ja. Ja, eine ist schon mal die Kuh. Das heißt, noch 50 Menschen irgendwo. Ja. Oder dieser Ball, da zählt auch noch als Einwohner. Oh Gott, die Schule. Oh, nee, oh ja. Nicht, okay, nicht spoilern, Domi. Das nee, ich spoiler nicht. Ich sag bloß, oh Gott. Ich erinnere mich da nur. Ich sag's euch schon mal im Vornherein. Wenn man das Spiel das erste Mal spielt, bekommt man nichts von der Story mit. Man fängt einfach irgendwie an, man wacht auf und fängt an. Und man merkt bald, dass die Welt nicht mehr ganz so ist, wie man es normalerweise erwarten würde. Genau, jetzt kommen die ganzen Credits, ja. Genau, die Welt ist nicht mehr so ganz, wie man sie erwarten würde. Ziemlich upside down, würde ich sagen. Ne? So oh, total ja. Verkehrt. Oh, Harvester. Harvester ist übrigens die Stadt, in der man spielt. Aber das denke ich Harvest mal. Heißt Harvest. Harvest, stimmt. Es ist ja auch kein Horrorspiel per se, es ist mehr so ein Schockspiel. Es ist mit allen möglichen, was verkehrt ist. Psychospiel passt ja eigentlich. Ja, das ist vielleicht doch eher. Das sind wir. Und wie ihr seht, Full Motion Video, gefilmte Charaktere. Digitalisiert. Ja. So. Und das ist alles, was ihr, genauso wie wir das erste Mal, von diesem Spiel mitbekommen. Das ist die Anfangsstory. Wir wachen auf und ja, unser Tag fängt an. So, das sind Tipps, genau. Eine kleine Besonderheit an dem Spiel ist, man kann A, überall hinlaufen. Also, das ist ja eigentlich ein Adventure, Point and Click. Aber jetzt kommt eine ganz tolle Besonderheit. Man kann kämpfen. Das ist ein ganz besonderes Adventure mit einer gewissen Freiheit. Man kann wirklich überall hinlaufen. Man kann alles kreuz und quer machen. Es gibt verschiedene Lösungswege. Man kann auch sehr oft sterben, wenn man sich falsch entscheidet. Und man kann, wie gezeigt, kämpfen. Schauen wir uns erstmal das Zeug hier an, oder? Ja, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. A photo of a beautiful girl, blonde, about 17 years old. Okay, wir schauen, dass wir das übersetzen, ja? Das mache ich schon. Mhm. Ich glaube, im Dresser war irgendwas, ne?
Schau mal nach. Genau. Geld? Ja. 1952. Nehmen wir den mal mit. Ballpoint Pen, das erinnert mich schon wieder an die Russian Dancing Man von Weevil. Russian Dancing Man. Ach, da oben ist Exit, okay. Gut, genau. Ach ja, Klick auf mich ist Inventory gewesen, genau. Ach ja, und das Bild da unten, was ihr unten links seht, das ist unsere Gesundheit. Genau, ja, Lebensenergie. Steht auch da, Health Indicator. Also noch Lachen. Und Montag, ich glaube eine Woche geht das Spiel, ne? Ich glaube, das Spiel geht eine Woche. Genau. Alles klar. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr weiter Großartiges. Wir müssen mal schauen, wie das nach den ersten Parts mit den Untertiteln hinhaut, von der Schnelligkeit, wie ich das wegklick. Und wenn es nicht so ganz hinhaut, keine Sorge, im nächsten Part werden wir das auf jeden Fall, oder in den nächsten Parts, werden wir das richtig hinbiegen. Hank. What? Leave me alone, Steve, or I'll tell Mom on you. Mom's in the kitchen. And if you bug me, I'll call her. Look, I just... Do you know me? Wish I didn't, because then you wouldn't be my brother. And I'd have your room, and all the presents at Christmas. Though I will soon enough anyway, because you're a lousy rat. You're my brother? No, duh. Listen, I don't mean to, bug you, but I can't seem to remember anything. Will you please just tell me who you are? Mom, Steve is bugging me. Steve, leave Hank alone right now. Ja, die Gesichter sind auch manchmal eher komisch. Ja, besonders manchmal vom Steve, wenn er geschockt schaut. Okay, schau mal, lousy rat. Why am I a rat? What did I do to you? You went and got all mushy on that girl, and now you're lighting out on me. Well, if that's the way you're gonna be, then you can drop dead. Girl? I don't know what girl you're talking about. All summer, it's been Stephanie this and Stephanie that. And now you don't remember? You think I'm dumb or something? No, I just can't remember anything, like I said. Well, you better remember quick, because the wedding's in 2 weeks. What? Leave me alone so I can watch TV! Okay, Stephanie. I said I don't want to talk about her anymore. Wir heiraten also Stephanie. Gut zu wissen. That's a weird-looking television. Come to think of it, this whole place looks totally retro. What do you mean, retro? All TVs look alike. Sure, basically. But this is one old-fashioned clunker. Old-fashioned? It's brand new. Yeah, but look at the tube. Where's the remote control? What's that? Now that I think about it, I can't remember. And what was that you said about retro rockets? No, retro. It means... Oh man, I know what I mean. That everything here is wrong. But I can't picture the difference. Then shut up and quit bugging me. I'm watching my cowboy show. Cowboy show? Have you noticed that your show is in black and white? What else? Color? On a TV? Well, I think I've seen a color television before. Have not. Quit it or I'm gonna tell. Hey, look at that. Your mother lets you watch this stuff? Sure. This is part of history. What made America great. And besides, blood and guts are needed. Ja, hopp. Blatt. Nein, wir sind erstmal vernünftig. Well, you can't stop me, so let me alone. Or else. Good. Na gut. Hi. Good. Und das ist unser kleiner Bruder. Dann schauen wir mal zu unserer Mutter. Das Spiel fängt an sich noch ziemlich harmlos an. Ne? Ja, aber man merkt mittlerweile, dass da irgendwas nicht passt. Well, hello there. How about some cookies? There's plenty of rejects in the trash. Who are you? That's a fine way to talk to your mother. You're my mother? That's right. Though sometimes I get treated like the hired help around here. I don't remember you. Of course you don't. Until you need your socks washed. No, you don't understand. I can't remember where I am or even who I am. Land's sake, stop your joshing, won't you? Honestly, Steve, I thought you'd grow up a little after graduation. I only hope that new job will plant your feet on the ground. So that's my name. Steve. Your name will be M-U-D, Mud, if you don't stop teasing me, young man.
Listen, this may sound strange, but I've lost my memory. Do you believe me? Well, you always were a kidder, Steve. Oh, I'm serious. Sure, and next you'll be telling me you don't remember Hank and your little sister. Bemerkt euch das mal, was die gerade gesagt hat. Das you always were a kidder, Steve. You always were a kidder, Steve. Jawohl. When did I graduate? 4 months ago, as if you could forget that. What college? College? A high school diploma is all you need to get a job. And besides, you can't marry Stephanie if you're going to waste your time going to college. 18 years old and you're just now getting your first job. It's a disgrace, but better late than never. I guess we can thank Stephanie for that. And just who is Stephanie? Don't you dare toy with that sweet girl. If you start in on her with all this amnesia poop, she'll think her fiancé is having second thoughts about the wedding. Oh, man. Look, all this talk about weddings is nuts. I'm not marrying anybody before I figure out what's going on here. First the heartbreak of psoriasis, and now this. 2 weeks before the wedding and you're backing out. Whatever will the neighbors think? Oh, God. I can't marry someone I don't even know. Fine, have it your way, but leave me out of it. If you're going to break Stephanie's heart, you march right next door and do it yourself. And don't expect me to write you a note. Okay. Okay. Ich bin also ihr Fiancé. Yep. Fiancé? This is insane! Oh, you're not having second thoughts about marrying Stephanie. Is that what this ceremony is all about? Pre-wedding jitters? Can something like that produce amnesia? Stop this foolishness right now and count your blessings. Stephanie is great at cooking and cleaning. Okay. Also, wie ihr seht, reden wir am Anfang ziemlich viel, aber das ist halt wichtig. Ja, das ist auch ein Adventure. Ja, eben. Haben wir Stephanie an sich schon gehabt? Nur Fiancé haben wir gehabt, ne? Ja. And just doch, das haben wir schon. Okay. Don't Ding mal weiter. Don't ah, verdammt. Entschuldigung. I told you I'm busy, okay, Steve. Why don't you talk to Hank? Nee, genau. Hank. Hank? That kid over by the television? Your little brother is homesick from school today and I won't have you scaring him with this amnesia poop. Is he really sick? Look at the show he's watching. Wouldn't you say he's sick? I'd make him stop, but oh, I'm so busy baking cookies for the Harvest PPA charity bake sale. It's on Friday, you know. I hope you're still planning on going. I don't know. I need to think. Honestly, skipping out of a charity affair. What's gotten into you? I don't know, damn it. That's what I'm telling you. Don't you dare use that language around me. You're lucky your father didn't hear you. Or Stephanie, for that matter. How do you think she'd feel knowing her fiancé was a gutter mouth? Daniel, du gutter mouth. Don't you dare. Don't click by. Genau. Click on father. Father is interessant. My father. He's in the other room. He decided to sleep in today. Now please, let me get back to my cookies. The bake sale is on Friday, and yet you're baking the cookies now. Never put off till tomorrow what you can do today. But they'll be stale by then. That's why I'm throwing them away. And then cooking more? To replace the ones I throw out. Why? Well, I have to. No one's going to pay to eat stale cookies out of the garbage can. But you expect me to. Of course not, Steve. I wouldn't charge you. I'm your mother. Help yourself. Das ist natürlich sehr schön, ne? Yep. Immer backen, backen, backen. Und aus dem Müll essen. Ja, ja. Wenigstens, ja, verlangt sie kein Geld dafür, ne? What charity is this bake sale supposed to benefit? It'll help provide a fund for bums and hobos who wander into Harvest and have no family ties. Kind of a specific target group, isn't it? You have to pay attention to detail when dealing with such people. I don't know what you mean. You will. The whole thing has been organized by the Lodge. Tell me more about this bake sale. Why is it so important? As I told you, many unfortunates who come to Harvest end up needing financial help. Why is that the town's problem? It's not a problem, so long as those folks are taken care of. It's the will of the Lodge. Jetzt wird's interessant. What lodge? The Hall of the Order of the Harvest Moon, Steve. It's just the finest place in Harvest, and the most exclusive. What's so great about it? Hard to say, since hardly anyone gets inside. But it wouldn't be so exclusive if it wasn't just wonderful. Just like the new Reynolds dishwasher with their patented auto-dry process, TM. I've never used one, but I know I want it.
Instead of sulking around the house all day, why not walk over to the lodge and apply for membership? Ja, warum auch nicht? That's wonderful, Steve. If you got into the lodge, you'd be the talk of Harvest. Harvest is a town unlike any you've ever known. In what way? I don't have time to go into it now. Why not take a walk around town and pester someone else? I'm busy. Na gut, dann wollen wir mal. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Ja, die Zeitung. Wir müssen die Zeitung rausbringen. Gut. Das Baby? Ich schau mal ganz kurz, was war ein Speichern nochmal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Escape? Nee. Doch. Wie simpel. Ja, ja. Oh, hey. Das sind unsere alten Safe Games. Ah, Hilfe. Okay. Verdammt. LP1. Ich mache lieber jetzt mit LP. Ja. Wie viel Latest wir hatten. Latest 40. Okay. Unsere kleine Schwester. So. Ich glaube, hier können wir auch gar nicht mehr viel machen, ne? Ich glaub's eigentlich auch nicht. Da drin ist das Schlafzimmer unserer Eltern. Hm? Und es ist abgeschlossen. Oh, weißt du das Cabinet? Ich weiß. Newspaper. Eine Box voller Newspaper. Hast du die jetzt genommen? Ich denk's. Ja. Okay, ich hab dann geben wir's mal dem Kitty hier. Jetzt reden wir's mal mit ihm. Mit dem Zeitungsjungen. Ja. Hey, Steve, I'm Jimmy James. Remember me? I guess not. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? Yeah? Well, try to remember, will ya? How'd you expect a working Joe to make an honest living? You don't put the paper out, I'm out of a job. So what? You don't get paid for picking up papers anyway. The Sentinel building burnt down. What the heck else am I supposed to do? Listen, start putting that paper out and everything will be Jake, okay? That's all I want. That and a pair of sneakers. Walking this route every day has worn holes in mine. Say, you got any spare sneakers? Haben wir das? Nee. Oh, gee whiz. Look, if you find any, I'd be willing to trade you for them. Something really neato. Think about it. See you later, Alligator. Geben wir ihm mal die Zeitung? Ja, jetzt geben wir ihm mal die Zeitung. Hey, Steve, you've been doing a swell job putting the paper out in the morning. You just keep doing that and we won't have any problems. That's not much to ask, is it? Ich bin sogar der Meinung, der hat eine Uzi einstecken. Das ist nämlich haben so, wir doch mal nachgeschaut, ich kann ihn jetzt wirklich angreifen. Ja, das mache ich jetzt vielleicht mal, um das zu zeigen. Also wir sind da echt relativ frei in dem, was wir tun. Ja, besonders ist es ein Spiel, wo Kinder sterben. Hallo? Also, ja. Oh, jawohl, Bammer. Ja. Game over. Ja, ohne Waffe können wir das Kitty nicht fotzen. Ja. Ein Kind, das eine Waffe besitzt. Auch interessant. Gut. Briefkasten. It's full of junk mail. Bills and bake sale flyers. Gut. Der Frisbee da oben ist erst später von mir. Ja, genau. Okay. Phillips Head Screws. Das heißt, wir brauchen einen Screwdriver mit Phillips Head. So was rausschrauben kann. Air Conditioning. Okay. Gut. Dann gehen wir mal auf die Übersichtskarte. Das ist unser Haus. Ich glaube, es gibt nämlich 4 Sektionen hier. Wir machen jetzt einfach mal eine Sektion nach der anderen durch und schauen uns mal alle Gebäude an, damit wir mal einfach die ganze Stadt ein bisschen erkunden. Der General Store. Gehen wir da mal hin. Okay. Okay. Gehen wir einfach mal rein. Ich glaube, da können wir auch ein paar Sachen kaufen. Ach, die, ich erinnere mich. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store. So who would that make me? Maybe you need to go back to Gein Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Shaw. You always were a kidder, Steve. I'm serious. I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia. In which case, I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory. In which case, I'd advise you to visit the sergeant-at-arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Haven't seen him. Care to buy anything today?
Ich finde, die da ist mit eine der einzigen, die normal sind, halt vertrauenswürdig ausschauen auch. Schaut, die schaut eigentlich richtig nett aus und bla. So komisch. Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Gut. Schauen wir uns mal, was gibt's denn hier? Ich glaube, wir müssen zuerst das Boobie Magazine kaufen. Adult Magazine, also so eine Art Playboy. Ah, stimmt, das können 25 wir 25 Cent, ne? Genau. Das ist das Einzige, was wir kaufen können. Wir hätten hier noch einen Schraubenschlüssel, eine Wrench, Soupcans, die Kaffee. Soupcans sind besonders ziemlich interessant. Genau. Wenn ich sagen darf. Oh. Mit einem Totenkopf drauf. Stimmt, ja. Gut, jetzt kaufen wir jetzt erstmal das Boobie Magazine. Ja, das musst du, ich glaube, du musst der Alten das Geld geben. Stimmt. Steht es oben, ne? Kann ich das Geld direkt geben? Ja. Genau. A girly magazine? Why, Steve? Das Gesicht. I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. He's always coming in here oogling the girly magazines behind my counter. Darned if I'd sell him one, though. I know his wife, for heaven's sakes. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fellow. Stares him away from being a fireman. Oh ja, die Fireman. Ja, ja, das ist, oh Gott. So, wir haben hier den Kopierer. Ich glaube, mehr können wir hier auch gar nicht groß machen, ne? Außer ein paar Sachen schon in der Box. Empty Meat. Ja, genau, eine leere Fleischbox. Gut. Das war's dann schon mal im General Store. Noch ist ja alles richtig normal. Schauen wir mal in... Es ändert sich schnell. ...Post Office. Und krank wird's auch noch. Oh, sehr krank. Wir haben ja nicht so umsonst gesagt, oh mein Gott, Harvester. Was ist denn das? Achso. Das ist eine Frau. Blind Woman. Okay. Reden wir mal mit dem Postmaster Boyle. Yes? I need some help, Mr. Postmaster Boyle. What can I do for you today? Genau. Die Lodge, das ist also, ja, die Loge. Und unsere Mutter hat ja gesagt, wir sollen da auf jeden Fall uns mal bewerben. Und deswegen holen wir uns mal so eine Bewerbungsformular. Sorry, youngster, we're out of applications right now. Come on, you must have one around here somewhere. Well, I do have the master, but you can't write on that. And I only make copies once a month, on the button, regular as clockwork. It's not the effort, son. It's the principle. We must adhere to our standards. They're all that stand between civilization and chaos. I'm sorry, you'll just have to come back in a month, same as anyone else. And even then, I can't guarantee you'll get an application. The line is always long, and there are never enough to go around. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. I can't make an exception, young man. Just... wouldn't be right. Gut, das war's auch hier. Next time you post, don't forget the zip code. Ach Gott, ich erinnere mich daran. Wie fröhlich der doch ist. Ja. Gut, ich glaube, der Barbershop ist noch in dem Quadranten. Da gucken wir gleich mal hin. Ja, das war auch interessant hier. Ja, das wird noch interessant. Es wird auch überall interessant. Oh Gott. Ein Schaf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Howdy, Steve. Yeah. Howdy back, Mr. It's well, Steve. Don't you pull my old leg now. Change your mind about that aluminum siding? What are you talking about? I really think you should talk your father into buying some. He can afford it. And I can't stress enough the value of some really fine aluminum siding. Keeps it warm in the summer, cool in the winter, and it keeps out the sheep. Pastorelli ought to look into some, but I can't get him to understand a word I say. Ich finde das Justin Bieber Poster hinter dem Typen ziemlich komisch. Das Justin Bieber Poster, jawohl. Steve, aluminum siding can't get a fair shake no more. Started when those firemen came to Harvest, filling people's heads with newfangled notions like color coordination and interior design. You can paint aluminum, you know, if you want to. But even so, I can't seem to move it anymore.
Not even to a rube like Pastorelli. Thank God for the plumbing. Pastorelli's a rube from way back. Ask Clem Parsons how he followed up with the alarm system in here. I'm a plumber. I could fix it for him, but he just won't listen. Well, I seen the end coming for the aluminum siding game, so I took a mail course and learned how to be a plumber. Now, there's a business that never lets up. You'd be surprised what people flush down the toilet. Ich find diese Gesichter nice immer to see Hammer. You again, Steve. Ich könnte mich da drüber amüsieren. Ja, irgendwie schon. Gut, Mr. Parsons. Hello there, youngster. You see, them aliens I was telling you about, well, they came back last night. Cut another crop circle in my south field. How come I never seen none of them saucers, Clam? Them aliens is wildly, Pete. You don't cross the intergalactic void without learning a trick or two. You know what Pastorelli did? Yesterday, he gets an alarm system to protect his pole. Only he don't know how to rig it, so now it's all awry. Why, that barber's pole of his is his pride and joy. Brought it all the way over from Italy, wrapped all special-like. Oops. It ain't nothing but colored glass with some bulbs stuck up in it. But he thinks it's the be-all, end-all. Installed that alarm system just to protect it. Though who in tarnation would want to steal a worthless piece of junk like that? I don't know. Maybe them aliens, Clem. Oh, Pete, don't be ignorant. Them aliens don't give a fig for no colored glass. You think if they can build spaceships, they can't make a dadgum barber pole? Crazy hick, don't know nothing about science. Oh mein Gott. Ist dir aufgefallen, du redest mit denen und die reden nicht mit dir, sondern bloß untereinander. Miteinander, ja. Ja. Habe ich Alarmsystems schon gehabt? Drück mal drauf. Pastorelli shelled out for an alarm system, all right, but he's too cheap to hire an electrician to hook her up. Dang it, he cross-wired it through the fire sprinkler. So now when the alarm goes off, it sets the sprinkler spraying. Tarnation! Aliens looking for intelligent life ought to stay away from this shop, sure enough. Ach ja, und wie ihr unten ja gesehen habt, gibt's ja noch Other, da können wir selber Sachen reinschreiben. Also wenn wir irgendwann mal so Stichwörter haben, können wir Leute auch drauf ansprechen. Na sonst verstehen sie nicht, was du willst. Nur noch Pastorelli, ne? Ja. The Pastorelli's a funny sort. Foreigner, don't you know? He cuts hair pretty good, but he don't know spit about nothing else. You just ask him to hook up an alarm system if you need convincing.